Das erste Ferienspiel ist vorbei und zum Abschluss gab es viele Geschenke für die kleinen Ebenfurter. Ein gelungenes Ereignis, das sicher auch 2013 stattfinden wird. Ich bedanke mich im Besonderen bei meiner, also ich bewusst bei meiner lieben Gerda, dass sie es nach so vielen Jahren und nach so vielen Anläufen zustande gebracht hat, eine Ferienbetreuung auf die Beine zu stellen. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Unterfangen. Das erste Ferienspiel in Ebenfurt geht zu Ende. Was ist Ihr persönliches Resümee? Es tut mir leid, dass es zu Ende geht. Es war nämlich so schön mit den Kindern. Und ich freue mich eigentlich schon auf das nächste Jahr. Also es war sehr unterhaltsam. Sie haben so toll mitgemacht. Es war echt schön. Also es ist sehr gut angekommen, kann man jetzt zum heutigen Tag sagen. Was ich am allermeisten bewundere, ist ganz einfach, dass es nach 10-maligem Anlauf einmal zustande gekommen ist. Aber der erste Anlauf war von der jetzigen Organisatorin, von der Gerda Wappel. Das ist ein äußerst konsequenter Mensch, hat das wirklich völlig strategisch aufbereitet und im Detail geplant. Und wie man am heutigen Tag sagen kann, ist es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Fest, wo die Kinder über die Ferien ganz einfach wirklich Spaß gehabt haben und vor allem abwechselnd. Das ist ganz, ganz toll ausgerichtet. Julia, du hast deiner Mutter geholfen, das Ferienspiel zu organisieren. Was waren denn deine Aufgaben? Also Tische hin und her tragen, Spiele halt mit den Kindern spielen, einkaufen halt zu helfen, weil wir hatten jeden Mittwoch Wursthemmeln. Da habe ich ihr halt immer geholfen. Ihr habt sich ja sicher einiges einfallen lassen. Was waren denn die Highlights des Spiels? Naja, wenn ich sage, was waren die Highlights? Es war jeder Mittwoch ein Highlight. Also ich könnte nicht sagen, was jetzt das Beste war. Es war, wie gesagt, die Leiterwanderung, das Spiel und Spaß mit den Feuerwehren, das Klettern am großen Kletterturm, das Pizzabacken, die Familie Bartmann, die Traktorfahrt. Also es war jedes für sich ein Highlight. Das Ferienspiel ist zu Ende. Ihre zwei Töchter waren sehr fleißig dabei. Wie haben Sie denn von der Seite der Mütter gesehen? Ich meine, ist es eine Entlastung, wenn es solche Ferienspiele gibt? Entlastung jetzt einmal noch nicht unbedingt, weil meine Kinder ja noch sehr klein sind. Ich muss ja dabei sein. Aber es ist einfach eine schöne Anregung, wenn man weiß, jede Woche am Mittwoch kann man wohin gehen, es ist irgendwas los. Sie treffen andere Kinder in den Ferien und damit wird es einfach abwechslungsreicher. Wie viele Kinder haben denn teilgenommen und hat es Ihren Erwartungen entsprochen? Oh ja, es hat sehr wohl entsprochen. Es waren insgesamt 46 Kinder. Na, es muss sich verbessern, weil heute sind noch ein paar dazugekommen. Es waren rund 50 Kinder dann. Und also im Schnitt hatten wir pro Mittwoch etwa 16 bis 18 Kinder. Und bei dieser Hitze war das erstaunlich. Also dass sie nicht lieber ins Bad gingen, sondern zu uns kamen, das war schon wirklich toll. Versprecht euch, nächstes Jahr gibt es wieder ein Ferienspiel.